Eine ganz eigene Gute-Nacht-Geschichte gibt es jetzt auf abinsbett.net. Für Jungs, für Mädchen und auch für Geschwister. Jetzt online auf abinsbett.net. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast am Sonntagabend. Hier ist Ab ins Bett mit der 578. Gute-Nacht-Geschichte. Ich bin Marco und ich freue mich, mit euch gemeinsam in diesen ganz besonderen Tag zu starten, an dem eine große Feier stattfindet. Denn heute hat die Titelheldin Bibi Geburtstag und sie feiert, ich würde mal sagen, ziemlich außergewöhnlich. Wer Ab ins Bett mag und mehr davon möchte, der abonniert am besten Ab ins Bett Premium. Das gibt es bei Spotify und bei Apple Podcast und ihr hört damit noch mehr Ab ins Bett. Die neueste Folge schon einen Tag früher. Außerdem bekommt ihr das Ganze ohne Werbung. Es gibt zusätzliche Folgen, die es sonst nirgendwo zu hören gibt. Und ihr unterstützt mich und Ab ins Bett damit. Also holt euch jetzt Ab ins Bett Premium bei Spotify und bei Apple Podcasts. Doch bevor die Gute-Nacht-Geschichte kommt, lade ich euch ein, einmal zum Recken und zum Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute, am Sonntagabend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt in deinem Bett gibt. Hier ist die 578. Gute-Nacht-Geschichte für Sonntag, den 27. März. Bibi hat Geburtstag. Bibi ist ein ganz normales Mädchen. Heute ist aber kein normaler Tag. Denn heute ist Bibis Geburtstag. Den ganzen Tag über hat sie gefeiert. Sie hatte Spaß beim Geschenke auspacken. Tante Frieda hat eine riesengroße Geburtstagstorte mitgebracht. Die hat sich Bibi gewünscht, denn Tante Frieda macht die besten Kuchen und Torten der Welt. Das ist auch kein Wunder, sie ist nämlich Konditorin. Und Bibi mochte diese wunderschöne Schokoladentorte. Da klebten sogar noch Schokoriegel auf der Torte und an der Torte dran. Und mehr als ein kleines Stückchen konnte Bibi davon gar nicht essen. Dennoch war sie glücklich und schwer begeistert von dieser Feier. Ein Tag ganz nach ihrem Geschmack. Sie hat ein neues Fahrrad geschenkt bekommen und ein Krimi-Puzzle. Das konnte sie zusammenbauen und hinterher noch ein spannendes Rätsel lösen. Der Sonntag, dieser Geburtstag, war so aufregend, dass Bibi um 18 Uhr eigentlich schon fast die Augen zumachen wollte. Doch dann hatte sie noch eine Idee. Ihr Papa hat ihr nämlich versprochen, dass sie an ihrem Geburtstag noch einen großen Wunsch frei hat. Sie könnte sich ein schönes Essen überlegen oder welches Buch sie am Abend vorgelesen haben möchte. Doch Bibi hatte eine ganz andere Idee. Sie möchte am Abend kein Buch vorgelesen bekommen, sie möchte den Abend in der Badewanne verbringen. Und zwar nicht nur zum Baden, sondern sie möchte alles in der Badewanne tun. Sie möchte in der Badewanne essen. Sie möchte in der Badewanne Zähne putzen. Das ist ja noch ganz okay, aber sie möchte auch in der Badewanne ihre Gute-Nacht-Geschichte hören. Nur ihren Schlafanzug, den zieht sie nicht in der Badewanne an, denn der wird ja nass. Und mit einem nassen Schlafanzug ins Bett gehen, das möchte Bibi bestimmt nicht. So verbrachte sie also aber tatsächlich den Abend in der Badewanne. Großen Hunger hat Bibi nicht mehr. Die Torte von Tante Frieda, die liegt immer noch so schwer im Magen, dass Bibi kaum etwas essen kann. Mama reicht ihr einen Teller mit Äpfeln und noch ein Getränk. Das alles steht auf einem kleinen Hocker direkt neben der Badewanne. Dann möchte sie vielleicht noch ein bisschen spielen, die Dame, sagt Bibis Mama. Und Bibi überlegt sich, dass das doch eigentlich eine ganz gute Idee wäre. Man möge mir mein Spielzeug bringen, sagte sie, um danach ganz kräftig zu lachen, denn sie ist ihren Eltern sehr dankbar, dass sie den Abend in der Badewanne verbringt. Später, als Bibi im Bett liegt, freut sie sich über den gelungenen Tag. Alles hat Spaß gemacht.
Und als sie die Augen schließt, sitzt sie auf einmal wieder in der Badewanne. Das Wasser ist so hoch in der Badewanne, dass sie kurz davor war, überzulaufen. Beim nächsten Augenzwinkern setzte sich die Badewanne in Bewegung. Sie fuhr durchs Bad, die Treppen hinunter, bis auf die Straße. Und dann ging eine wilde Fahrt los durch die halbe Stadt. »Guck mal, eine fahrende Badewanne«, sagte Herr Widinski, der Nachbar von gegenüber, und er war ziemlich aufgeregt. Anscheinend passiert es nicht so oft, dass eine fahrende Badewanne mit einer Bibi da drin durch die Gegend fährt. Dann machte die Badewanne Halt, und zwar an einem kleinen Fluss. Der Fluss war tief genug, dass die Badewanne gerade drin schwimmen konnte, und so schwamm Bibi im Badewannenwasser im Wasser im Fluss, also Wasser im Wasser. Und allein das fand sie schon ziemlich merkwürdig. Die Badewanne scheint ein Eigenleben zu führen. Bibi kann sie nicht steuern. Wie auch? Oder hast du schon mal eine Badewanne mit einem Lenkrad gesehen? Nein. Vielleicht wäre das aber eine ganz gute Idee. Wenn Bibi Stift und Zettel mit hätte, dann würde sie sich jetzt aufschreiben, welche tollen Ideen sie hat. Zum Beispiel das Lenkrad für die Badewanne. Das sollte endlich mal entwickelt werden. Dass nun aber aus dem Abend in der Badewanne auch noch eine Nacht in der Badewanne, eine Ausfahrt in der Badewanne und ein Baden im Fluss mit der Badewanne wird, damit hat Bibi nicht gerechnet. Und während sich Bibi in ihrem Bett hin und her dreht, träumt sie noch immer davon, in der Badewanne zu sitzen. Dort fühlt sie sich richtig sicher. Und der Traum endet hoffentlich niemals. Denn ihre Reise führt sie noch weit aufs offene Meer bis nach Amerika. Bibis Hände wurden in der Badewanne schon ganz schrumpelig. Das mochte sie überhaupt nicht. Zeit, dass die Reise irgendwann endet. Aber eigentlich war sie viel zu schön, um zu enden. Da dreht sich Bibi um in ihrem Bett. Und sie ist froh, denn sie weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Na und jetzt heißt es, ab ins Bett. Träumt was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Abinsbett.net. Gute Nacht.